Ja, USA gegen Deutschland. So lautet die letzte Vorrundenpartie für die DFB 11. Die USA, Fighting Spirit, Kampfgeist, hat sie ihrem vorrangigen Ziel, dem Erreichen des Achtelfinales, ganz nahe gebracht. Fußballerisch limitiert gleichen die Klinsmann Boys ihre Defizite durch Engagement und Einstellung aus. Und man kann sicher sein, sie werden gegen die Löw-Elf versuchen, den vielen Überraschungen bei dieser Elf eine weitere hinzuzufügen. Beiden Mannschaften würde eigentlich ein Unentschieden reichen, aber nach dem, was man im Vorfeld gehört hat aus beiden Lagern, ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Mannschaften auf einen Nicht-Angriffspakt einigen. Die USA will gewinnen und dafür werden, für dieses Ziel werden auch zwei Deutsche stehen, nämlich Jermaine Jones, der gegen Portugal getroffen hat und bis jetzt eine klasse WM gespielt hat, ebenso wie Fabian Johnson, künftig bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, der als rechter Verteidiger vollauf überzeugt hat. Diese beiden werden mit versuchen, den USA zu einem Sieg zu verhelfen. Aufpassen muss die deutsche Elf ganz besonders auf Clint Dempsey, hat in beiden Spielen sowohl gegen Ghana als auch gegen Portugal für die USA getroffen. Ein ganz gefährlicher Mann. Aber gerade im Angriff, gerade in der Offensive, sollte die deutsche Mannschaft doch eigentlich viel besser aufgestellt sein, oder? Im Prinzip schon, wobei das Kuriose ist, dass vor dieser Partie jetzt eigentlich eine ganz andere Diskussion in den Mittelpunkt rückt. Und das ist die, wo Philipp Lahm eben am besten aufgehoben wäre. Der Münchner hat die ersten beiden Partien so ein bisschen durchwachsen bestritten und prompt diskutiert die Nation, soll er wieder auf seine angestammte Position auf der rechten Seite oder soll er im Zentrum bleiben? Ich persönlich würde zu der Variante als Rechtsverteidiger tendieren, aber der Bundestrainer sieht es etwas anders. Er sagt, nein, Philipp Lahm bleibt im Zentrum. Dann hat er natürlich das Dilemma, dass möglicherweise Bastian Schweinsteiger wieder auf die Bank muss, wobei das jetzt gegen die USA durchaus so sein könnte, dass Schweinsteiger auch in die Mannschaft rückt und damit wir damit einen Bayern-Block im Zentrum hätten mit Schweinsteiger, Kroos und Lahm. Weil Sami Khedira A etwas angeschlagen ist und B auch die ersten Partien doch etwas platt gewirkt hat, also ein bisschen pomadig. Und es könnte durchaus sein, dass es diesmal genau andersrum kommt und Schweinsteiger vielleicht eine Stunde spielt und Khedira dann reinkommt. In der Tat, die Deutschen haben ihre Vorteile in der Offensive und da hat Joachim Löw die freie Auswahl. Wenn alle Stricke reißen, kommt Miro Klose am Ende rein. Es könnte auch sein, dass vielleicht er die eine oder andere Überraschung doch noch auf Lager hat und vielleicht André Schürrle von Beginn an spielen lässt oder Lukas Podolski. Da werden wir uns einfach überraschen lassen. Kurzum, es spricht insgesamt wenig dafür, dass es nach der Schande von Gijón 1982 dieses Mal eine Schande von Recife geben könnte. Und deshalb tippen wir ein klares 3:1 für die deutsche Elf.